Hallo und willkommen zu einem Unboxing hier auf dem Kanal. Zuerst würde ich gerne den Sponsor dieses Unboxings grüßen. Und das ist Salo Online. Hier eine Karte mit einem Flyer. Hier unten ist die Homepage. Coole Preise. Sehr schön. Sehr schöne Produkte. Schaut vorbei, wenn ihr Interesse habt. Alles, was ich zeige, gibt es nämlich auch dort. Ich werde das auf einer Ultimate Guard Playmat Xeno Skin Edition auspacken. Coole Farbe. Ich glaube, das ist dieses Petrol. Fühlt sich richtig gut an und ist sehr, also für eine Spielmatte ist wirklich gut. Gefällt mir wirklich gut. Hier unten schön mit dem Logo von Ultimate Guard. Ist cool gemacht auf jeden Fall. Ja, ist jetzt halt, weil sie noch neu ist, ein bisschen rund. Aber das wird gehen. Das Ding lege ich mal hier hin. So, heute geht es um Speedduel Battle City Box mit 8 vollständig spielbereiten Decks. Hier sind wirklich einige richtig coole Reprints drin. Die Box an sich gefällt mir sehr gut. Generell Speedduel Karten sind ja auch in normalen Turnieren und Decks erlaubt. Deshalb finde ich generell Speedduel Produkte sehr cool. Die Box kostet auch nur 20 Euro hier im Shop. Und heute schauen wir mal rein, was es hier alles gibt. Ja, wir sehen schon direkt das Promo-Pack. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind in jedem Pack Slifer, Obelisk und Ra. Und dann noch weitere 5 aus 24 Secret Rares. Die Qualität ist einfach super. Mich stört es auch nicht, dass hier Speedduel steht und unten, man sieht es jetzt ganz gut im Licht, dieser Imprint hier unten ist. Aber das ist nicht jedermanns Sache. So, kommen wir direkt weiter. Hier sind ja 8 Decks inklusive. Die sind schön einzeln abgepackt. Es sind auch einige Spielmatten drin. Ich glaube, das sind auch 2-Player-Spielmatten. Also 4 Spielmatten jeweils für 2 Leute. Hinten mit Decklisten drauf. Ja, genau, das ist für 2 Leute. Das ist cool für einen Anfang, wenn man das Produkt sich mit Freunden zum Beispiel holen will, wenn man mal wieder Lust auf Yu-Gi-Oh! Hat. Sehr geil, ich mache jetzt mal eine Matte auf. Ich werde dann aber auch Bilder einblenden. Das kann ich mit der Kamera hier gar nicht alles zeigen. Werde ich nachher Fotos von den Spielmatten machen und die zeigen. So. Das Unboxing geht aber weiter auf der Ultimate Guard Spielmatte. So, was wir hier zum Beispiel schon direkt sehen. Pre-Preparation of Rites, also die Vorvorbereitung der Riten, ist eine wirklich gute Karte für Ritualdecks. Jetzt mit dem neuen Set, was rauskommt, könnten Ritualdecks wieder, ja, ich will jetzt nicht sagen spielstark werden, aber ist auf jeden Fall ein richtig guter Reprint, weil die Karte auch inzwischen ein bisschen teurer geworden ist. So, dann fange ich mal direkt mit dem ersten Deck an. Die Decks sind hier, also die sind alle miteinander gemischt, aber nach und nach kommen dann die Decks, also die Karten. Hier, das wird ein Yugi-Deck sein, ein dunkler Magier-Deck mit dunkler Magier, Aquamador, Buster Klingenkämpfer, Erzunterwäldler von Gilfer, Gaia Zorniger Ritter des dunklen Windes, Kygo Geisterzerstörer, erfahrener weißer Magier, Brecher magischer Kriege, erfahrener roter Magier, dunkler magischer Vorhang, Polymerisation, Defusion, Buch des Mondes, auch ein gutes Staple, Symbol des Drachenzerstörers, Zerstörungsschwertkämpfer Fusion, Fusionsrecyclinganlage, auch eine coole Karte. Magische Hüte. Feenwind, Finsterlicht. Metaversum, auch immer noch eine gute Karte. In vielen Decks, in denen man Spielfeldzauber spielt, kann man die eigentlich reinpacken, wenn man noch einen Platz offen hat. Dunkler Paladin, sehr cool auf jeden Fall. Kann man auch mit der Zerstörungsschwertkämpfer-Fusion rufen. Also ist wirklich echt eine coole Karte hier drin. Gefällt mir gut, schon mal das erste Deck. Das zweite Deck, Valkyrion Magnetkrieger, Alpha Magnetkrieger, Beta Magnetkrieger, Gamma Magnetkrieger und Delta Magnetkrieger. Also das ist ein Magnetkrieger-Deck, auch sehr oldschool. Dann haben wir einen riesen Steinsoldat, Zerstörer Golem, Felsengeist, Grandmark der Erdmonarch, auch gut fürs Speedduell. Monarchen sind ziemlich cool. Absorptionskrug, Blockgolem, Angriff auf den Mond, Magnetfeld, Schwerelosigkeit, Geisterzersetzung, Felsbombardierung, Versiegelungszeremonie von Mokotun
Unbeugsamer Geist, Magnetkraft, magnetische Umwandlung. So, das war dann das Magnetkrieger-Deck, auch ein Yugi-Deck. Und dann haben wir noch ein, ich denke mal, das wird ein Mystic Beast-Deck. Ja genau, Gazelle, König der mystischen Bestien, Baphomet, Phantomungeheuer Kreuzflügel, Phantomungeheuer Wildhorn, Phantomungeheuer Donnerpegasus, Riesenratte, Basu der Seelenfresser, Manticore der Finsternis, wütender Kampfochse, auch sehr guter Ungeheuerkrieger-Support für das Speedduell-Format, Geister-Schakalritter, Behemoth, der König aller Tiere, grüner Pavian, Verteidiger des Waldes, Erscheinung der wilden Natur, der große Marsch der Tiere, Geisterwald, Feuerformation Tenki, auch eine coole Karte. Ich glaube, die ist in dem Secret Pack sogar möglich, als mögliches Secret drin. Spielt man zum Beispiel in Zodiac, also könnte ich mir vorstellen, dass die als Secret ein bisschen was geht auf Dauer. Der große Viehtrieb, Ryoyoku-Feld, Heulen der Wildnis. So, es geht weiter. Horn des Phantomungeheuers, Chimäre, das fliegende Sagenungeheuer. Ja, perfekt. Das war dann das Phantomungeheuer-Deck. Ist, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Yugi-Deck. So, und dann kommen wir zu einem Kaiba-Deck. Und zwar X-Kopfkanone, Y-Drachenkopf, Z-Metallpanzer, schwerer Unterstützungsmech, Siegespieper XX03, Dacker mobile Kanone, Jade-Ritter, Falchion Beta, Maschinenwesen Antriebsrahmen, Maschinenwesen Friedensstifter, Delta Tri, gemeinsam sind wir stark, auch eine immer noch coole Karte, wie ich finde, Basis an der Front, Maschinenfließband, Union Hunger kann auch als Secret kommen, wird jetzt zwar Maximum Gold als Gold Rare reprinted, aber als Secret wird das für ABC-Decks natürlich, sehr, also wer sein Deck aufrüsten will, was Seltenheiten angeht, kann sich den hier jetzt als Secret besorgen. Einsames Toxinschwert, Union formieren, Edelmetallwandler, Ausschwärmen, Union Alarmstart, XY-Kanonendrache, XYZ-Kanonendrache. Moment, ja, tatsächlich, selber Name, nur ein Z mehr. Mit dem alternativen Artwork aber, gefällt mir auch sehr gut. XZ-Kanonenpanzer und YZ-Drachenpanzer. Ich weiß nicht, ob die schon mal einen Reprint hatten, ich denke mal. Aber ich finde, dass diese Oldschool-Union-Karten immer noch sehr geil und würde ich tatsächlich gerne jetzt auch unabhängig von Speedduell ganz gerne als Deck mal ausprobieren. Wird sicher nicht meta-relevant sein, aber als Fun-Deck ist es sehr, sehr cool. So, kommen wir zu dem wohl bekanntesten, das bekannteste Yu-Gi-Oh! Monster, blauiger weißer Drache. Also es wird ein Kaiba-Deck, weißer Drache-Deck, Sagi dunkler Clown, Schwertkämpfer, mystischer Djinn der Lampe, Forstplünderer, auch coolen Beater mit 1900 Angriff, Dunkelklinge, Mahavailo, Zombira der Dunkle, Speerdrache, Kaisergleiter, Zuflucht der Unterwäldler, Seelentausch, Schrumpfen, Kraft der Magie, auch eine coole Karte, Stilles Verhängnis, für ein weißer Drache Deck ziemlich zu gebrauchen, Säurefallgrube, Angriff annullieren, magischer Abfluss, letzte Angriffsbefehle, Inspiration mit einem echt coolen Artwork, was eigentlich so für Yu-Gi-Oh! Karten gar nicht typisch ist. So, das war auch das Deck. Dann kommen wir zum nächsten Deck. Das ist, ich glaube, ein Mokuba, ach, nicht Mokuba, Bakura-Deck, glaube ich, oder Marek, ich glaube Bakura. Dann haben wir eine maskierte Bestie des Guardios als Effektmonster, leuchtender Abgrund, großer altes Statiki, Melchid, Bestie mit vier Gesichtern, Bestie von Talwa, Optiklob, Wand der Illusion, nächtlicher Angreifer, Ritualrabe, die maskierte Bestie, aha, hier haben wir sie, Adliger der Vernichtung, Maske der Brutalität, Maske des Überrests, Fluch der maskierten Bestie. So, dann geht's weiter. Mit dem maskierten Bestiendeck haben wir noch Vorvorbereitung der Riten. Wie gesagt, eine echt coole Karte. Ist teilweise sogar ein bisschen teurer geworden. Ich denke mal, die wird man jetzt für ein paar Cent bekommen. Als Staple kann man dreimal ein Ritualdeck spielen. Machen Spaß in Genesis Impact mit drei Tronnen. Erfahren Ritualmonster vielleicht eine Art kleine Revolution, aber wird man sehen müssen. Noch umfassende Verwüstung, Maske der Schwäche, Gebell des dunklen Herrschers, Seelenzerstörung und dunkler Nebel. So, das nächste Deck
ist, glaube ich, ein Marek-Deck. Fangen wir an mit Keldo, Udora, Zolgar, Kelbeck, Skellengel, Barshad, der Luftritter. Auch eine sehr coole Karte. Kann auch als Secret Rare kommen. Bin ich mal gespannt, was wir da ziehen. Feuchtigkeitskreatur, Wächterengel Joan, Engel 07, Dimensionsalchemist, Einsamer Mönch, Adliger der Auslöschung, Törichtes Begräbnis. Ich glaube, die kann auch als Secret kommen. Ist immer cool. Foolish Burial kann man in so vielen Decks spielen. Ja, ist stabile Karte. Cestus von Dagla, Valhalla, Halle der Gefallenen, Kosmos Zyklon, auch super geil. Ich weiß nicht, ob die als Secret Rare kommen kann, aber wenn ja, wird da auch garantiert ein bisschen Wert drin stecken. Waboku, Rettungsleine, Fallen lassen, Verschwundener Wind. So, und jetzt kommen wir zu einem Deck und zu einer Karte, die sehr viele als Secret Rare ziehen wollen. Und zwar Jinzo, auch ein Fan-Favorite Monster. Ist richtig cool, auch immer noch stark in manchen Decks. Tributbeschwörung ist zwar im normalen Yu-Gi-Oh! Jetzt nicht mehr so stark, aber in Speed-Duell ist das eine super stabile Karte. Der Unterwelt Lamega-Cyber, Freed, der unvergleichliche General, oder Fred, mysteriöse Wache, Truppen im Exil, Skarabäus-Schwarm, Heuschreckenschwarm, des Lakoda, dunkler Skorpion, Gorg der Starke, dunkler Skorpion, Meane der Dorn, Verstärker, Blitzklinge, Kreaturentausch, Verstärkung für die Armee, kann glaube ich auch als Secret Rare kommen. Der lebendig heimkehrende Krieger, Hammerschuss, versteckte Waffenkammer, Entkräftungsschild, Psy-Schockwelle und Kampfwachenwut. So, dann kommen wir zu einem Joey-Deck. Hier haben wir den rotäugigen schwarzen Drachen, Dynamis finstere Hexe, Verbündeter der Gerechtigkeit Clausulas, Hannibal Totenbeschwörer, Verbanner des Lichts, Raketenkrieger, Cyberharpie. Diese Karte ist unglaublich teuer geworden. Ich hatte mir ein Harpien-Deck gebaut, würde vielleicht auch ein Deckprofil dazu machen. Ist ein ganz cooles Deck, macht Spaß zu spielen und man spielt halt, weil diese Karte immer als Harpie behandelt wird, kann man zum Beispiel nur entweder zwei Cyberharpien oder eine normale Harpie spielen. Und da die besten Werte hat, spielt man normalerweise dreimal Cyberharpie, aber die wurde unbezahlbar. Deshalb kann man sich die jetzt wieder günstig zulegen. Finde ich eine super Sache. Ein Zauberer, Schlagninja, auch wie ich finde aus Invasion of Chaos eine unglaublich coole Karte. Man wird sehen, wie nützlich die dann noch für Speed-Duels wird. Rückstoßdrache, regenerierende Mumie, per schwarzer Wolfskrieger, Verbanner des Strahlens, Zwillingslaufdrache, erfahrener blauer Magier, Buster Klingenkämpfer, der Zerstörungsschwertmeister, Auftritt des Schwerts, Dokuro-Reiter, Paladin des Weißen Drachen, Eröffnungstanz, Wiedergeburt des Dokuro-Reiters, magische Formel, Ritual des Weißen Drachen, Schwur des Erzunterwäldlers, Sturm, Puppenmagie des dunklen Herrschers, Spiegelwand, Abrechnung von Anubis, Verkörperung von Apophis, Zauberreinigung, Maschinenkönig 3000 vor Christus, Ritterkopie, Sumpfspiegler, Quantenkatze. Jo. Das war es mit den Karten an sich, mit den spielbaren Karten, diese Skill-Cards, die Fähigkeitskarten. Es sind auch einige drin, ich glaube es sind 30 Stück. Dann fangen wir mal an. Hier werde ich aber nur, ich halte es in die Kamera, dass ihr die Effekte lesen könnt. Aber die Effekte werde ich jetzt nicht alle durchlesen. Ich versuche es gerade ein bisschen scharf zu stellen. Will nicht so richtig. Na gut, ich hoffe, man kann es erkennen. Also hier haben wir eine Yugi-Karte, Yami Yugi, hier ist immer der Charakter und hier dann, dass es eine Fähigkeitskarte ist, aber man sieht es natürlich auch. Haben wir einmal Zorn des Donners, ist für Slifer den Himmelsdrachen, das ist kein Monster, es ist ein Gott, das ist für Obelisk den Peiniger, Priesterlicher Ruf, ist für Ra, ja genau, ist für Ra. Das ist Jinzo von Esparoba, das ist ein Jinzo-Support. Der hellsehende Duellant, auch Esparoba, aber ein bisschen allgemeiner. Wächter der Gruft von Odion, Union-Kombination Kaiba, also eine Union-Support-Karte. Zauber der Maske mit Lumis und Umbra. Trick des Magiers von Arcana.
Endlose Fallen von Odion, Schluss mit den Nettigkeiten von May, Ich greife einfach an von Joey, Auferstehung der Gefallenen von Ishizu, für das eine Feendeck, Ungeheuer des Phantoms von Yami Yugi mit, das ist hier Phantom-Ungeheuer-Support, Magnetische Anziehung, Yami Yugi mit, für die Magnetkriege, Kraft der Freundschaft von Thea, Fusionsparty von Christine, das ist glaube ich eine Karte aus Duel Links, also ein Charakter aus Duel Links, Ritualzeremonie von Emma, auch Duel Links, Tiefschlag von Andrew, auch Duel Links und nach Goldgraben von David, auch aus Duel Links. Ja, alles in allem, Moment, ich bin noch gar nicht fertig, aha. So, hier haben wir auch direkt die durchsichtigen Hüllen. So, das Promopack finde ich sehr cool, die Idee, dass man dem ganzen Set so ein bisschen mehr so Collector Value auch gibt. Fangen wir an mit Slifer der Himmelsdrache. Ich finde, das sieht super geil aus mit der Secret Rare. Gefällt mir sehr gut. Obelisk der Peiniger. Der geflügelte Drache von Ra. Ja, wie gedacht, das sind die drei Secret Rares. Die habe ich in jedem Unboxing gesehen, das werde ich nochmal nachprüfen, aber ich glaube, die sind immer enthalten, diese drei Karten. Dann haben wir noch einen Adliger der Auslöschung, maskierte Bestie des Guardios, Entzauberer, Parshad der Luftritter, finde ich auch sehr cool, die Karte, war früher meine Lieblingskarte. Ich weiß nicht warum, ich hatte die nie, aber ich fand den immer geil. Oh geil, cool, und einen dunklen Magier. So, meine abschließende Meinung zu dem Produkt fällt eigentlich überwiegend positiv aus. Es ist nicht allzu teuer. Ich glaube, ab so 20 Euro kann man das bekommen. Ich finde, es ist eine coole Idee, dass es 8 vollständig spielbereite Decks sind. Steht ja hier auch. Man hat 4 mal eine 2-Player-Spielmatte. Hüllen sind leider keine da, aber die sind ja auch nicht allzu teuer. Dieses Secret Rare Pack ist auf jeden Fall ein Punkt, der dem Collector Value zugute kommt. Es gibt viele coole Karten da drin, zum Beispiel Jinzo oder dunkler Paladin oder auch eben hier dunkler Magier, weißer Drache und der rotäugige schwarze Drache, die als Secret Rares drin sein können, so Fan-Favorite-Karten. Ich finde gerade jetzt vor der Weihnachtszeit als Geschenk ist es eigentlich ganz cool für jemand, der in Yu-Gi-Oh! Einsteigen möchte oder in Yu-Gi-Oh! Speed Duel oder einfach für wiederkehrende Spieler. So haben Kumpels und ich auch vor einiger Zeit wieder angefangen. Wir haben uns Speed Duel Karten geholt und hatten dann schnell Bock auf mehr bekommen. Ja, an sich das Produkt ist ziemlich cool. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, würde ich sagen. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.